Der Dicta-Tunnel. Natürlich der in Alola. Wäre es der in Kanto, gäbe es hier bestimmt auch normale Dicta. Jede Wette gibt's hier nur Alola-Dicta. Okay, wagen wir uns mal rein. Im letzten Part, nach dem Bestehen der letzten Prüfung von Akala, waren wir im Dimensionsforschungsinstitut, haben die Frau von Professor Kukui kennengelernt. Auch sehr interessant. Und das ist unser entwickeltes Wuffels, Wolverock. Schön, dass wir die Eckdaten mal so abgearbeitet haben, ne? Und damit los. Tschüss. Naja, also Dicta oder Dicktri nehme ich nicht ins Team. Wir hatten Dicktri im Team in Let's Play Pokémon Blattgrün, ne? So ist das. Aber normales. Bislang haben wir nur die Alola Dicta gesehen. Oh. Die Aether Foundation. Und das ist doch die Inselkönigin, ne? Myla. Oh, du bist es. Ja, ich bin es. Wir haben da ein kleines Problem. Seit kurzem wimmelt es in diesem Tunnel nur so von Dicta. Ach was, ist ein Dicta-Tunnel. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nicht durch. Wie läuft eigentlich deine Inselwanderschaft? Lass mich doch mal deine Z-Kristalle sehen. Wow, echt beeindruckend. Sogar Mahaus-Prüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit deinen Fähigkeiten sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Dicta-Tunnels liegt Konikoni City. Schade, ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Gehen wir doch gemeinsam hin, oder was zum... Bleibst du jetzt hier stehen, oder was? Am anderen Ausgang des Dicta-Tunnels liegt Konikoni City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Naja gut, dann... Bleib halt da stehen, wenn du meinst. Kein Trainer? Du siehst so aus, als wüsstest du auch mit Z umzugehen. Schauen wir doch mal, wer von uns beiden mehr Z in sich hat. Aber zuerst musst du alle Trainer in diesem Tunnel besiegen. Aha, verstehe. Ein Fluchtseil, interessant. Wie soll ich diesen Dicta-Tunnel bewerkstelligen? Ich geh einfach mal hier alles entlang, so. Von der Richtung aus beginnt, ne? An der Wand entlang quasi. Ein wildes Pokémon. Was könnte es sein im Dicta-Tunnel? Ein Zubat! Ich glaube, es gab wirklich kein Zubat im Dicta-Tunnel in Kanto. Ich weiß nicht, ob es auf Gold, Silber, Kristall, Hardgold, Soul, Silber anders war, aber... Hier zumindest schon. Ich finde, das Alola Dicktri ist sehr sehenswert. Das ist ganz lustig. Und wer das noch nicht gesehen hat, ich hoffe, wir sehen das gleich noch. Das ist lustig. Ja, ich habe schon mal gesehen, muss ich zugeben. Akku Level 26 habe ich gesehen. Nice. Das sehe ich noch lieber als ein Alola Dicktri. Ah, das ist richtig gemacht. Ein Feuerstein. Die Steine sind eh irgendwie versteckt hinter irgendwelchen Barrieren. Das scheint der richtige Weg zu sein. Puh, dank Myla sind wir endlich einen Schritt weiter gekommen. Alola, wir sind von der Aether Foundation. Wir beschützen Pokémon. Dass hier so viele Dicta gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Truppe furchtbarer Taugenichtse, die ihren Spaß daran haben, Pokémon und Trainer Ärger zu bereiten. Dicta benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Es sind immer noch Dicta hier, also pass bitte beim Durchqueren der Höhle auf. Die Aether Foundation oder Aether. Soll ich Aether oder Aether sagen? Ich glaube, ich sage stumpf Aether weiterhin. Ich habe so den blöden Verdacht, ich bin hier genau richtig. Aus dem Grund gehe ich nochmal runter. Zeig doch mal so ein Dicta. Wo schon davon reden? Nö, gibt nur Zubat hier. Soll ich weiterhin die AP verbrauchen? Ach, besser als zu fliehen, oder? Okay, gönn dir. Da, bitte! Mach Zubat! Hast du davon? Das kommt davon! Tja, also der Aufbau der Dicta-Höhle in Kanto ist ein bisschen simpler. Und geht hier gar nichts? Sag mir nicht, hier ist... Ich konnte mich nicht vorbewegen. Und dann kommt ein wildes. Da haben wir eins! Dickdarm, Dickdarm, Dünndarm, Dünndarm, Blinddarm, Blinddarm. Ich habe versucht, die Synchronstimme der ersten Pokémon-Staffel von Dicta...
nachzuempfinden. Aber das ist gelungen. Aha! Du bewachst ein Item. Wollen wir doch mal sehen. Ich muss dich nicht besiegen. Aber ich will es natürlich. Finsterball. Jetzt gucke ich mal, ob hier eine Sackgasse ist. Hier ist eine Sackgasse und da kann man noch irgendwie hin. Jetzt habe ich auch die Fresse dick, ne? Zubat, ey, ist echt das Tentacher der Höhlen. Oder Tentacher ist es, Zubat der Meere. Kann man sehen, wie man will. Es hat sich ja schon entspannt. Es ist nicht ganz so wie früher. Ersten beiden Generationen, aber schon immer noch lästig. Pokémon sind vielseitig einsetzbar. Einige können sogar Tunnel graben. Ja. Obwohl, Schaufler ist jetzt nicht unbedingt direkt Tunnel graben, ne? Schon mal Schaufler gedacht. Arbeiter James. Das geht nicht. James gehört zu Team Rocket. Ja, Typ Stahl, auch wenn man es nicht glaubt. Er ist Typ Stahl. Hat er überhaupt Bodenstahl? Das glaube ich schon. Stahl gegen Stein ist auch nicht mehr so lustig. Versuch's mal mit Biss ganz kurz. Oh. Es ist und bleibt ein Ding da. Deine Pokémon sind einfach stark. Meins ist aber auch nicht ohne. Doch, eigentlich ohne. Ich habe gar nichts gesehen. Also ohne. Wir sind der Dickbar sehr dankbar dafür, dass wir ihre Tunnel benutzen dürfen. Deshalb halten wir sie gut in Schuss. Das stimmt. Vor allen Dingen der Encanto ist halt wirklich sehr nützlich. Führt einen weiten Weg zurück. Wie der hier irgendwie nützlich ist, weiß ich zwar nicht, aber wir müssen durch diesen Tunnel, der zwingend erforderlich ist. Der Encanto ist jetzt nicht zwingend erforderlich, obwohl doch, sonst kommst du nicht am Blitz. Weil es auch wieder nicht zwingend erforderlich ist. Aber den müssen wir durchqueren, ja. Ist ja noch was übrig auf der Insel. Hier entlang, hier entlang. Hallo. Ich würde mal da oben rechts lang gehen. Ich hoffe, da ist die Treppe, die einen runterhopsen lassen kann. Man muss sich seine Kräfte einteilen können. Ansonsten ist man schnell außer Atem. Da stockt dir der Atem, mein Freund. Ich hoffe es zumindest. Fabrice. Gay. Spaß. So, Macholo. Voll nicht gut. Voll nicht gut. Da wechseln wir lieber. Bevor Wolverock da eins aufs Fressbrett bekommt. Akub, du hast Training nötiger als Mizunder. Überhaupt, die Level sehen ganz gut aus. Wir sind über dem Durchschnitt der gegnerischen Herausforderer. Wie gesagt, ein viertes Teammitglied ist in der Mache. Es soll es noch hier auf der zweiten Insel geben. Wo genau, verrate ich noch nicht, aber ich weiß, wo er war. Wir steuern drauf zu. Es ist kein Dick da, kein Macholo und kein Zubat. Macholo. Irgendwie muss ich immer Macholo sagen, wenn der down geht. Hast du es mal gemerkt? Das ist schon das dritte Mal. Mindestens. Er sieht halt so aus. Ganz erschöpft und öffnet den Mund. So, Zigarrenwürfel. Erneut. Grab ich mir gerne. Hier geht's dann runter. An besagte Stelle. Das ist gut. So schließt sich der Kreis. Was denn jetzt schon wieder? Team Skull! Sonnenbleite! Wollt nur ein bisschen auf den Putz hauen! Da muss plötzlich diese Dickte umzingeln! Vorne weggeputzt wurden wir also nur! Jackson überhaupt, wie mich das aufregt! Das regt mich total auf und jetzt weißt es! Wir wollen jetzt auch irgendwie in vorne wegputzen, da kommst du gerade recht! Jetzt bleib Markus! Tali? Kommt spät. Ich hab mich schon gefragt, mit wem du hier rumhängst, aber es ist ja nur Team Sky. Was bist denn du für ein freches Frittchen? Euch zwei Bälle putzen im Duett weg! Schön, dass die. Dass das Vibe sich komplett raushält, das denkst du inzwischen auch nur. Was mache ich eigentlich hier im Team Skull? Ich gehe zu Team Galactic. Team Plasma. Team Rocket. Team Aqua. Team Magma. Ich glaube, die sind sich alle am ähnlichsten untereinander. Team Skull grenzt sich wirklich ab. Oh.
interessant. Pikachu? PKP. Ich werde Molunk vorknöpfen, ja? Mit Felsgrab. Ich hoffe, du machst auch was Sinnvolles. Ja. Das ist mein Molunk. Egal. Weg ist weg. Ich mache das auch gerne alleine. Ich brauche deine Hilfe nicht. Auf wen? Auf mich wäre es sehr effektiv. Ach, rasierblatt ist eh auf beide. So war das. Aber Volltreffer auf mich. Das freut mich. Das ist echt übel. Nice. Feier ich hart. Ja, den hättest du schon mal bearbeiten können im Vorabend raus. Hätte man jetzt schon down. Aber er ist zurückgeschreckt. Das war's. Pikachu greift auch nur vor mir an, weil er Ruckzuckhieb einsetzt. Eine Attacke, die natürlich als erstes in der Runde dran ist. Das ist der Anfang vom Ende. Ab jetzt geht's Stolberg ab, yo. Ey, ich fühle mich total benebelt. Kann man einmal die Wolken, die in meinem Schädel kreisen, wegbürsten? Ach, die ist genauso bekloppt. Ich dachte schon. Stand da immer noch Rüpel A eben. Wenn wir dann gleich so auf den Putz hauen. Immer werden wir weggehauen und weggeputzt und verhauen. Genau, so nicht so, als hätten wir vor, die Weltschaft anzureißen oder so. Also macht mal einen Plan. Und tschüss. Die werden voll nicht ernst genommen. Wow, Let's Play Markus, wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind deine Pokémon alle so entspannt. Das beweist, was ein klasse Trainer du bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Top Eater. Eater? Eater Foundation? Top Eater. Mit Top Eater kannst du die AP aller Attacken... Nee, die kannst du alle AP einer Attacke auffüllen. Lass uns jetzt etwas Spaß mit dem Dick da haben. Alter. Nein, Mann. Warte, das war das. Wollte ich doch nur wissen. Habt du Spaß mit Dick da? Ja. Ach, wir sind schon durch. Das ist gut. Dann ist es ja gar nicht mal so groß. Route 9, ein kurzes Vergnügen. Auch okay? Es braucht nicht nur lange Routen. Polizeiwache von Route 9. Kein Blickkontakt, kein Kampf. Ich geh erstmal da rein, ja? Die haben nichts Besseres zu tun, die Polizisten. Snowballs! Hey! Also, falls es nicht wirklich dringend sein sollte, dann sei doch so gut und komm später wieder. Ich genieße gerade meine wohlverdiente Pause. Ist das voll dein Ernst? Hast du dich verlaufen? Hilf dir die Karte weiter. Auch ich benutze sie oft, das ist keine Schande. Na gut. Ihr seid überflüssig wie ein Stück Brot. Wobei das noch eine Beleidigung fürs Stück Brot ist, aber... Euch kann man nicht essen. Naja, theoretisch schon, aber ich bin kein Kannibalist. Kannibale. Alter. Ich habe einfach nichts zu tun. Wie wär's mit einem kleinen Kampf gegen die Langeweile? Ich hätte Polizist werden sollen. Ein Polizist, der Let's Plays macht. Während meiner Arbeitszeit mache ich Let's Plays. Voll die Marktlücke. That's the idea of doom. Sag mal, ihr habt alle so viele Feuer-Pokémon in letzter Zeit. Und Wolverock freut sich, aber ich frage mich. Es bleibt dabei. Felsgrab heiligt alle Mittel. Das war wirklich alles. Na dann. Crack wurde besiegt. Dafür sollte ich dich eigentlich verhaften. Nee, ist natürlich nur Spaß. Ach, Crack, weißt du, such dir einen Job. Such dir Beschäftigung, ein Hobby. Spiel da wenigstens Pokémon auf deinem 3DS, während du da stehst. So, zum Hügel des Gedenkens, dahinter weiter zu den Ruinen des Lebens. Alter, Leben und Tod, oder was? Aha, wo wollen wir denn als erstes hin? Sag du mir, was hier ist? Was wäre ein Besuch von Konikoni ohne ein Abstecher zur Inselkönigin Mylas Laden? Dort werden rätselhafte Steine verkauft, die bei bestimmten Pokémon die Entwicklung auslösen. Hier lang? Ich gucke einfach mal. Nee, da ist sie ja tatsächlich. Da ist sie mit ihrem Laden. Okay. Ach, guck an. Schön. Voluminas. Los geht! Ist
die Vorstufe. Heute der Part, der glitzt einen kleinen Fehler irgendwie. Es war nur ein Gedankengang. Ich habe Voluminas schon gesagt. Und dann vielmehr hatte ich einfach das Wort Nassknet im Kopf. Ich weiß auch nicht. X-Treffer! Andere waren Botogel, selbstverständlich. Würde mich mal eins interessieren. Netzball. Ohne jetzt die Träne herauszufordern, ja? Komme ich denn irgendwie? Irgendwo hin. Hügel des Gedenkens. Jetzt würde ich mal ganz kurz... Rotom, zeig mal die Karte. Ach, da unten bin ich. Ach, hier ist der Strand. Ich dachte, ich könnte an den Strand. Aber so ist es nicht. Das ist ja allerhand. So, Gedenken. Hier gibt es auch viele Trainer, Mann. Heilpuder. Ja, mache ich das halt mal. Was soll's? Warum soll ich nicht trainieren, ne? Wuff! Hier befinden sich die Gräber von Menschen, die früher in Alola eine wichtige Stellung innehatten. Sie wollten wohl, dass Kapu über ihre letzte Ruhe wacht. Wenn meine Zeit kommt, würde ich mir gerne ein Grab mit meinen Wuffels teilen. Oh Mann, hast du schon 80 Jahre verwest ist oder was? Und du willst kämpfen auf dem Friedhof? Das ist eigentlich nicht cool. Das ist eigentlich nicht cool. Ich wollte gerade die Ruinen des Lebens besichtigen, aber für einen kurzen Kampf ist immer Zeit. Dann machen wir das. Wenn das dein Wunsch ist, dann machen wir das, komm. Ja, Mann. Harrison. Harrison Ford, ja? Er hat nach Tara und sonst nichts, aber auch den passenden Ball dafür. Interessant. Ja, du bist gut dabei, Wolverock. Du kriegst es schon gebacken irgendwie, ne? Dreimal angreifen muss er allerdings schon. Biss ist Unlicht und das ist bestimmt nicht sehr effektiv, hm? Naja. Kriegen wir schon hin. Ah, Verwirrung. Auch nicht so, Töfte. Ja, ich bin gespannt. Also bald können wir gegen Myla antreten. Allerdings, was ist, wenn die so stark ist? Wenn man hier nochmal so viele Trainer besiegen kann, dann mach ich mir schon ein bisschen ins Hemd. Wobei, wenn ich das höre, Level 29. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Ich überlege halt, wenn ich mein viertes Teammitglied irgendwo hole. Strand, Huströschel. Dann wäre es vielleicht nicht unklug, hier die ganzen Trainer erst dann mitzunehmen, versteht ihr? Andererseits kommen ja immer Trainer. Oh, Schutzband. Das ist eine schöne Sache. Egal. Die Pokémon in den Gräbern schlafen die ganze Zeit nur, oder? Ja, die schlafen nur. Und dein Goldfisch, der gestorben ist, der ist doch nur geschlafen. Auch als du die Toilette dann runtergespült hast. Der schläft nur. Diego, setz Pummeluff ein. Achso, apropos schlafen, Pummeluff. Ja, okay. Ja, weiter damit, was soll ich machen? Wenn ihr nur mit Normal-Pokémon ankommt, dann mach ich auch normale Sachen. Ist das noch normal? Ich muss auch sagen, er macht mir einen sehr starken Eindruck, mein Kollege Wolverock. Während Wuffelt sich vorher ziemlich abgemüht hat. Er räumt die alle weg. Da kennt er nix. Ledian ist die Weiterentwicklung von Ledibar. Und kriegt jetzt einen Feuerzahn zu spüren. Wann erreichen die Starter eigentlich ihre finale Stufe? Ich glaube Level 34. Habe ich da mal was gehört. Ach, irgendwie werde ich so müde. Ja, leg dich auch schlafen ins Grab. Man schläft in Gräbern. Oh mein Gott. So. Warum sieht es eigentlich hier so brüchig aus? Es ist einfach nur Dornenkram? Zitterorb. Ja, hat da jemand für seinen geliebten Partner oder was hingelegt und ich nehme es mit. Das sind auch die Leute, die zur Entschuldigung bei einer Frau, keine Ahnung, Hochzeitstag vergessen oder sowas, Blumen holen und dafür dann auf den Friedhof gehen und den Gräbern die Blumen nehmen. Irgendwo findet sich schon ein schönes Sträußchen Blumen.
So macht man sich's billig. Einerseits würde ich ja sagen, den ist nicht mal wert, mal kurz an die Tanke oder in den Supermarkt zu gehen und da so ein billiges Sträußchen zu holen. Aber andererseits, die Frauen wissen das immer, wenn man den billiges Sträußchen von der Tanke oder so holt. Das sehen die. Das ist fies. Man muss immer zu den teuren greifen, sonst hat man kein Glück im Leben. So, da ging es also so raus. Die Alte da. Hallo. Taktchen. Was denkst du, welche Pokémon passen auf einen Friedhof? Vielleicht hilft ein Kampf bei der Entscheidung. Niblock, wer denn das? Was denn sonst? Dass obwohl noch nicht mal Nacht ist. Der letzte Part war übrigens bei Nacht. Ich mag's halt nicht dunkel im Pokémon spielen. Kurelei? Das ist er! Ein neues Pokémon dieser Generation. Wisst ihr, in der 6. Gen haben sich alle aufgeregt über den Schlüsselbund. Kommt die Pokémon-Company und sagt, ey, wir machen nochmal sowas Beklopptes. So ein Blumenkranz. Ich meine, der passt total hier dazu, aber es ist einfach nur ein Blumenkranz. Muss man sich den umhängen, oder? Ist einer, den man oben auf den Kopf bekommt. Oder beides. Sind am Ende doch wieder Geister-Pokémon. Die sind nicht besonders originell. Ja, ist aber naheliegend, oder? Kannst natürlich mit Blumen hier alles verschönern. Tipps für Trainer. Während du während eines Kampfes ein Pokémon-Symbol berührst, erhältst du detaillierte Informationen zum Kampfgeschehen. Was? Zum Kampfgeschehen? Da oben will auch noch eine aufs Fressbrett. Nebulak. Naja, Gengar hatten wir aber nicht vor allzu langer Zeit. Ach, Moment. Nee. Gengar ist schon ewig her. 2011 hatten wir in dem Team. Trotzdem nicht geplant. Normale Kampfattacken bringen auf Geist natürlich nichts. Gestein hingegen schon. Wobei man bei Stärke eigentlich einen Stein schmeißt und da auch, aber pff. That's Pokémon Logic. So, Bandsticker. Da oben ist noch eine sehr kampflustig. Gibt's hier noch was anderes außer Nebulak? Offensichtlich nicht. Braucht man halt auch, ne? Dabei haben wir auf Mele schon einen Friedhof erlebt und gesehen, aber das war ein Pokémon-Friedhof. Der hier ist scheinbar für Menschen. Schön, dass man vor lauter Pokémon die Menschen nicht ganz vergisst. Hi! Punkerin hört sich doch echt abschreckend an. Findest du nicht auch? Bitte nimm mich einfach Punky. Alles klar, Punky. Steht der Name jetzt auch so da? Trainerin Punky oder? Ne, Punkerin Malu. Punkerin? Soll ein Emo darstellen, glaube ich. Ja, auch das mal wieder Futter für Mizuna, glaube ich. Aber du kannst auch gerne zubeißen. Wenn es schmeckt, so ein Ariados. Ins Beinchen zu snacken. Und tu das gerne. Das singt stark. Ach komm, wir machen es da. Alles schon gut Level 30. Hammer Hardcore. Wir kommen voran. Diesen Part halt anscheinend auch nur Offscreen-Training. Also ist ja nicht Offscreen, ist ja Onscreen. Aber es sind halt wichtige Trainer. Und ich denke, dass wir diesen Friedhof jetzt auch komplett abschließen. Damit. Das ist gut. Es kommt mir manchmal vor, als hätten wir so wenig erreicht, ne? Aber wir haben den kompletten Diktatunnel und wir machen wahrscheinlich diesen Bereich. Also die Route 9, die ist halt wirklich winzig, aber umgeben von zwei Bereichen. Die Ruhestätte hier haben wir gleich. Noch ein Nebulak, ja, das ist doch klar. Ja, gucken wir uns noch Nebulak an. Was? Ein Zubat am Tag. Hätte ich nicht gemacht. Zubat gibt es eh schon so viele, die hätte ich in den Höhlen gelassen. Alter. Wir können doch trotzdem irgendein Pokémon. Jetzt wird sich doch irgendeins finden lassen. Es gibt so viele. Oh, hier geht's weiter. Warum? Alola Küstenstreifen. Gucken wir uns im nächsten Part um. Schaltet wieder ein Däumchen wären Träumchen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!